Hohenems wurde 1983 zur Stadt erhoben und ist somit die jüngste Stadt Vorarlbergs. Da das nötige Geld für die Stadtmauer nicht aufgebracht wurde, scheiterte der erste Versuch zur Stadterhebung im Jahre 1333. Im Jüdischen Museum erwartet mich bereits Hanno Löwy, welcher mir einiges über das Judentum in Hohenems zu erzählen weiß. Die kürzeste Antwort auf die Frage, warum es in Hohenems ein jüdisches Museum gibt, ist wahrscheinlich die, dass es in Hohenems einmal eine Christengasse gab. Es gab natürlich auch eine Judengasse, aber das gab's, die gab es an vielen Orten. Juden waren überall in Europa eine mal mehr oder minder tolerierte Minderheit. Aber in Hohenems waren sie für die Stadt so bedeutsam, dass die Christen das Gefühl hatten, ihre eigene Gasse Christengasse nennen zu müssen. Und ich glaube, es ist die einzige Christengasse in Europa. Und 1617 ist der damalige Hohenemser Reichsgraf Kaspar von Hohenems auf die Idee gekommen, einige jüdische Familien hier anzusiedeln, so wie das andere souveräne, kleine Herrscherhäuser im Süden Deutschlands zu dieser Zeit auch taten. Einerseits natürlich, um ihren, wie es so schön hieß, Markt zu heben, kurz gesagt Handelsverbindungen in den Ort zu holen, die Versorgung des Ortes mit bestimmten Gütern zu erleichtern, bei denen es offenbar ratsam schien, Menschen mit gewissen Handelserfahrungen und Handelsverbindungen für sich zu engagieren. Die jüdische Gemeinde war im 19. Jahrhundert so groß, dass eben die Christen ihre eigene Gasse Christengasse nannten. Es lebten in der Mitte des 19. Jahrhunderts schließlich ungefähr fast 600 Juden hier im Ort. Und sie lebten natürlich immer unter restriktiven Bedingungen. Die Gesamtzahl der jüdischen Familien war beschränkt. 90 Familien durften hier leben und das hieß, jede Familie durfte sich einmal fortpflanzen, aber man hatte 10 Kinder. Was machen die anderen Kinder? Sie müssen fort. Und so entstand ein Netzwerk Hohenemser Familien, denn das Familienoberhaupt blieb hier in Hohenems, führte die Handelsgeschäfte, irgendwann vielleicht auch die Produktion, denn im 19. Jahrhundert durften Juden endlich auch Grund erwerben und das bedeutete, sie hatten die Möglichkeit, auch produktive Gewerbe auszuüben, zum Beispiel eine Textilfabrik zu gründen, so wie die Rosenthals, in deren Villa 1991 schließlich das Jüdische Museum gegründet worden ist, eröffnet worden ist.
Und die Antwort darauf, was denn jüdisch ist, kann man eigentlich nur mit einer Gegenfrage oder mit Ironie begegnen. Wir zeigen jetzt gerade eine Ausstellung, die wir mit dem böse ironischen Titel Ausgestopfte Juden? Versehen haben, die sich mit der Geschichte jüdischer Museen beschäftigt, überall in der Welt. Nach dem Besuch des Jüdischen Museums mache ich mich auf den Weg zur Burgruine Alt-Ems, die hoch über Hohenems thront. Als ich die unzähligen Serpentinen überwunden habe, befindet sich vor mir ein letzter Anstieg. Vorbei am neu errichteten Kalkofen zum Eingang der Burg. Dort treffe ich Dieter Heidecker, der mich auf eine Reise durch die Burggeschichte mitnimmt. Ja, herzlich willkommen auf dem Schlossberg in Hohenems, auf der Burgruine Altems. Mein Name ist Dieter Heidecker, ich bin Obmann des Verkehrsvereins Hohenems und freue mich, euch hier ein bisschen rumzuführen und ein bisschen Appetit zu machen, eine hoffentlich persönliche Besteigung des schönen Schlossbergs hier in Hohenems. Ja, wir befinden uns hier im Palas, dem eigentlichen Wohnbereich, Wohnturm der Herrschaft hier auf dem Schlossberg, auf Burgruine Altems. Wir stehen allerdings im Keller, wo früher Weine und Speisen und alles Mögliche gelagert wurde. Der Eingang selber war früher hoch oben, hat damit zu tun, dass sich die Bewohner hier natürlich fürchteten vor Belagerern und so konnten sie sich wirklich schützen, auch wenn schon mehr eingenommen werden würde. Neben mir sieht man was nicht Historisches. Es ist Teil einer Installation, einer zeitgenössischen. Wir laden jedes Jahr einen Künstler ein, sich mit der Burgruine auseinanderzusetzen und einfach auch mal einen Kontrapunkt, einen modernen Kontrapunkt hereinzusetzen, um die vielen, vielen Besucher, die hier oben sind, auch mit zeitgenössisch mal ein bisschen zu konfrontieren. Der heurige Künstler ist der Hohenemser Günther Blenke und seine Skulptur heißt Mitterdin. Sie steht auch Mitterdin im Palas und hier quasi war der Ursprung und hier ging alles von hier, ging alles aus. Was für ein Ausblick. Also nicht umsonst haben die Grafen von Hohenems diesen Standort dazu mal gewählt, weil sie hatten einfach alles im Überblick. Man sieht nach Deutschland, man sieht in die Schweiz natürlich das Rheintal und auf unser schönes Städtchen Hohenems. Das hier ist natürlich auch nicht alt, sondern wir haben das bei der Sanierung des sogenannten Pulverturmes aufgestellt, damit man einfach ein bisschen auch sieht, was rundherum passiert. Und natürlich ist es speziell, weil Burgen wollen ja erobert werden, wollen erkundet werden, nicht nur von Kindern, sondern auch von Erwachsenen. Und so kann man wieder ein bisschen seinen Adrenalinkitzel ein bisschen herausfordern und sieht dann auch einmal in den Abgrund hinunter. Und natürlich weit use, wie der Hohenemser sagen würde. Thank you.
hier auf der Burgruine gibt es natürlich sehr viele Sagen und Mythen. Es gibt sogar eine eigene Sagenwanderung, die wir zusammen mit der Kulturabteilung der Stadt Hohenems extra entwickelt haben, wo man selbstständig hier herauf die Serpentinen, diese Sagen erleben kann. Eine Sage möchte ich gerne erzählen, und zwar geht es genau um diesen Teil hier. Das ist der sogenannte Konradsbrunnen. Als die Burg gebaut wurde, gab es hier oben kein Wasser, gar nichts. Und der kleine Konrad hat das mitbekommen und hat vom Tal her mit einem Sacktuch, also einem Taschentuch, ein bisschen Wasser mit heraufgebracht und hat es da liegen gelassen sozusagen. Und siehe da, hier ward ein Brunnen entsprungen. Und ja, das war nur ein ganz kurzer Einblick in die wunderschöne Geschichte und aber auch in die schönen Mauern der Burgruine Altems hier auf dem Schlossberg in Hohenems. Danke, dass Sie dabei waren, und vielleicht sehen wir uns mal hier oben in Natura. Wieder im Tal ist Stoffels Sägemühle die letzte Station in Hohenems. Eine weltweit einzigartige Ausstellung von Mühlentechnik, die aus der ganzen Welt zusammengetragen worden ist. Bereits der Anblick der beiden Mühlen im Garten ist eindrucksvoll. Noch imposanter wird es in dem ehemaligen Mühlengebäude. Was dort an Technik von 1900 bis zur modernen Großmühle alles zu sehen ist, macht den Besucher sprachlos. Weiter, dem Rheintal folgend, mache ich auf meinem Weg nach Feldkirch in Rankweil Halt. Hier steht das Freilichtmuseum Römervilla auf meiner Liste. Bereits 1954 wurden erste Teile eines mit einer Apsis und einer Bodenheizung ausgestatteten Hauses entdeckt. Zwischen 2002 und 2007 konnte das Haupthaus der Anlage und das römische Badehaus freigelegt werden. Die engen Gassen der Altstadt von Feldkirch spenden auch bei großer Hitze wohltuenden Schatten. Die Altstadt ist eines der am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtbilder Vorarlbergs. Die Dompfarrkirche St. Nikolaus zieht meine Aufmerksamkeit auf sich, welche sich in der Altstadt von Feldkirch befindet und 1968 zum Dom wurde. Der ursprüngliche romanische Bau wurde durch mehrere Stadtbrände stark beschädigt
und 1478 durch einen spätgotischen Neubau ersetzt. Die Dompfarrkirche ist die bedeutendste gotische Kirche Vorarlbergs, was sich vor allem am Innenraum mit seinen Kunstwerken zeigt. Hoch über Feldkirch befindet sich erhaben die Schattenburg. Die teilweise bewohnte Burg beheimatet ein sehenswertes Museum, das vom Heimatpflege- und Museumsverein Feldkirch geführt wird. Wir befinden uns hier in der sogenannten Schatzkammer der Schattenburg in Feldkirch. Auch diese Schatzkammer wird von einem selbstständigen Verein geführt, dem Heimatpflege- und Museumsverein Feldkirch, der nicht nur das gesamte Museum hier betreibt, sondern der auch im Besitze von Sondersammlungen sich befindet. Die werden regelmäßig in dieser Schatzkammer hier den zahlreichen Besuchern präsentiert. Speziell ist unsere Dauerausstellung in der Burg eigentlich dem Thema gewidmet, Wohnen in der Burg. Wie können wir uns das vorstellen? Diese Besonderheit wird in den einzelnen Wohnräumen auch präsentiert, vom Vogteizimmer bis zur Burgkapelle, bis zur Kemenate der sogenannten Gräfin. Und der zweite Schwerpunkt der Dauerausstellung liegt im Bergfried, wo eigentlich der Schwerpunkt eben auf dem Mittelalter liegt. Aber wir machen ja jetzt gemeinsam einen Rundgang durch dieses Museum und werden einige Spezialitäten hier sehen können, die mit dieser Region in Verbindung sind, aber auch natürlich mit der größeren Geschichte von Vorarlberg und von der alten Monarchie, K&K-Monarchie Österreich. Wir befinden uns jetzt im sogenannten gotischen Zimmer der Schattenburg. Es ist ein Raum, der etwa seit 1550 unverändert erhalten geblieben ist. Wir sehen hier das gotische Täfer noch mit diesen typischen Spitzbogen. Und etwas ganz Besonderes ist hier wohl die alte Feldkircher Stadtkasse, wie wir sie hier sehen, mit den Wappen, dem typischen Bindenschild Österreichs und dem Wappen von Feldkirch. Wir befinden uns nun in der sogenannten Vogtei. Die Vogtei, ein Vogt, das war ja früher einer, der diese Region verwaltet hat, der Vogt von Feldkirch. Da gab es Habsburger, da gab es Schellenberger, Liechtensteiner und auch Hohenemser, die hier im Namen ihrer Herrschaft als Vögte residierten. Hier in diesem Raum also verhandelten die Vögte wohl die Beschwerden und die Wünsche und Bitte der Feldkircher, die hier eben zur Sprache kamen. Ganz typisch auch in diesem Raum sind diese Segmentbogentafeln. Sie stammen aus dem alten Feldkircher Friedhof von 1551, wurde er gegründet und wurde nicht selten von Generation zu Generation weitergegeben. Wir sehen hier auch bei diesen Segmentbogentafeln rechts und links im unteren Teil die Wappen der damaligen Familien. Wir sehen in diesen Räumen der Schattenburg auch immer wieder so kleine Truhen und Kassetten stehen. Es handelt sich dabei um die sogenannten Zunfttruhen der Handwerkszünfte von Feldkirch. Und hier sehen wir beispielsweise diese kleine schwarze Zunfttruhe der Sattlerzunft in Feldkirch. Es ist so typisch, dass sie auch damals schon zwei Schlüssellöcher und somit auch nur von zwei Personen gleichzeitig aufgesperrt werden konnten. Wir befinden uns hier im sogenannten Palast. Der Palast einer jeden Burg war der Wohnbereich einer Burg. Wie der Bergfried, der meist der militärischen Zwecken diente, der Palast diente eben Wohnzwecken. Und hier ist eben auffallend, dass wir diese großen, dicken, starken Wände sehen, die in das frühe 14. Jahrhundert reichen. Und wir erleben hier, dass diese Erker bis zu 3,10 Meter,
ausgebaut wurden. Und das diente natürlich auch einerseits der Sicherheit in einer Burg, andererseits aber auch der Raumatmosphäre. Nun befinden wir uns in der Burgkapelle der Schattenburg in Feldkirch. Und es ist doch etwas Besonderes und auch Berührendes, dass bis heute hier auch Gottesdienste gefeiert werden können, auch immer wieder Familienfeiern oder auch Taufen finden hier statt. Diese Burgkapellen haben alle eine ganz, ganz lange Tradition und auch diese hier wird über 400 Jahre lang hier an diesem Ort dokumentiert. Früher gab es eine alte Burgkapelle, die es heute nicht mehr gibt und die bestehende gibt es seit dem frühen 17. Jahrhundert. Und im Zentrum dieser kleinen Burgkapelle hier befindet sich heute unsere sogenannte Schattenburg-Madonna. Sie wird wohl in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts entstanden sein. Und das Besondere ist, dass sie damals schon aus einem einzigen Stück Holz geschnitzt wurde. Der Künstler von damals hatte also kein einziges Mal einen Arm oder die Krone oder das Jesuskind angeleimt, sondern das ganze Bildwerk, die Skulptur wurde aus einem einzigen Stück Holz gefertigt. Ein zentrales Kunstwerk in der Schattenburg in Feldkirch ist dieses Fresko hier. Wir sind nun gemeinsam durch die sogenannte Kaiser-Maximilians-Pforte gegangen, weil in der Tat ja Kaiser Maximilian mehrfach hier in der Burg auch sich aufgehalten hat. Unter anderem gibt es ja noch diese Erzählungen, dass er auf Schloss Amberg ganz hier in der Nähe auch eine Freundin hatte, mit der er übrigens auch einen Sohn gezeugt hat. Aber hier befindet sich nun eben dieses Fresko unter dem Namen der Frauen, Macht und List, das ungefähr um 1510 entstanden sein dürfte und auf Hans Huber zurückgeht, der weniger bekannte Vater des aber sehr bekannten Hauptvertreters der Donauschule, Wolf Huber, der ja in Feldkirch geboren wurde und dann im ganzen Donauraum bedeutsam war. Was wohl zu jeder Burg gehört, ist natürlich eine Waffenkammer, obwohl wir diesen Begriff heute nicht mehr gerne verwenden. Wir nennen ihn viel lieber Gedächtnisraum des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Wir befinden uns nun im Raum Kriege und Notzeiten. Wir finden hier einerseits die alten historischen Waffen in der Burg, nicht nur die sogenannten Langwaffen wie Speere und Hellebarden, sondern auch natürlich vereinzelt die Schusswaffen, die wir hier an den Wänden sehen. Und wir sehen hier auch eben Rüstungen und Rüstungsteile, die hier aus der Schattenburg stammen.